Hey Leute und willkommen zu diesem weiteren Part Super Mario Odyssey und... Alter, was war das denn jetzt? Nein! So. Mir ist auch aufgefallen, wir müssten hier nochmal hin mit dem Dino. Da hinten waren wir schon, aber man wird automatisch ja an einem ziemlich dummen Ort, würde ich mal behaupten, respawnt leider. Da kommen wir ja so nicht hin, ne? Nein. Der hier ist wirklich nur dazu, um den Weg hier freizuräumen. Geht danach auch kaputt, deswegen habe ich das erst versucht. Oder? Er geht doch kaputt, ja genau. Sonst... Ach! Nochmal lila Münzen. Also bisher scheint es noch so, als wäre das einfach, aber ich glaube... Ich weiß gar nicht, ob sich die Zahl noch erhöht oder ob das einfach nur so die zum... Einstieg sind. Weil da kommen es noch so schwere teilweise, ne? Unnormal. Wir sind auch noch gar nicht so an allen Orten hier gewesen. Allein gleich wird, glaube ich, eine Stelle kommen sogar. Da kommen noch dann so viele andere Wege hin, wenn man... Kommen noch so viele andere Wege dann... Ja, hier oben. Leute. Ich sag euch, hier wird noch so viel Zeug auftauchen. Werden in der Nähe noch so viele Sterne sein, so viel von diesen lila Münzen, Alter. Dieses Spiel ist einfach riesig. Kommt zwar nicht ganz an Mario, The Legend of Zelda Breath of the Wild ran, aber es ist schon unnormal. So. Okay, damit sind wir auch schon beim ersten Bosskampf gegen den Fettsack des Jahrhunderts. Was? Du willst meine Monde, um dein doofes altes Luftschiff zu reparieren? Geht's noch? Verschenke meine Monde doch nicht einfach an dahergelaufene. Schon gar nicht an Kettenhundefutter. Ups. Scheiße. Wollte doch nur die Münzen. Wow. Hallo, springen, danke. Ein Multimond. Lecker. Damit sollten wir jetzt auch eigentlich alle benötigten Monde haben, oder? Sind ja drei. Also. Ja. Uns fehlten ja noch zwei. Du hast es geschafft und nun haben wir einen Multimond. Diese Kleinode besitzen die kleinen Monde, oder? Hey, what the fuck? Dreier Monde. Damit bekommen wir unser Schiff bestimmt von hier weg. Dann schauen wir mal, ob wir es zum Laufen bringen können. Wirf mich auf den Globus. Okay. Standardsegel ist damit fertig. Wir können unsere erste Reise mit der Odyssee
antreten. Die Odyssee ist funktionstüchtig, ja, habe ich auch gemerkt. Das erste Land, wo wir dann jetzt hinfliegen, ist dieses Wüstenland. Gibt es auch noch sehr viele Monde eigentlich. Kann man zwar am Anfang, wie gesagt, noch nicht alle kriegen, aber die sollten reichen. Müssen Bowser schließlich auch irgendwie einholen, also. Ab geht's. Na, ah, wie gefalle ich dir als Kapitänsmütze? Ganz schön fesch, oder? Also, wo waren wir stehen geblieben? Das Ungeheuer schimpft sich Bowser, richtig? Gut, mit der Odyssee holen wir ihnen 0, nichts ein. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Reisetipp, Stampfattacke. Und das kennen wir alle schon. Oh, Leute, gerade kommt so, Alter. Was ist das? Das ist der 25. Dezember. Es ist Winter. Und die Sonne ballert gerade so auf meinen Fernseher, weil der halt irgendwie schon scheiße dafür steht. Im Sommer ist es schwer, wenn das Fenster offen ist. Oder halt nicht verschlossen ist, ne? Doof mit der Sonne, ja. Und ich erkenne gerade fast gar nichts, aber es geht schon erstmal. Du kannst jederzeit das Menü mit Plus und Öffnen und die Anleitung auswählen. Schauen wir doch mal, was hier über das Wüstenland steht. Wie der Name vermuten lässt, ist es von Sand bedeckt und wohl auch ziemlich heiß. Dort gibt es Ruinen zu sehen und jetzt kommt's, den sogenannten Ring der Einheit. Der bindet Leute wie ein Ehering. Dieser Bowser klingt ja ganz nach jemandem, der eine kostbare Antiquität für seine Scheinhochzeit stehlen würde. Das Ding ist, Bowser flüchtet im Prinzip nicht nur vor uns. Er macht auch da, beziehungsweise die Broodles meistens ja nur, er ist einfach so irgendwo auch dabei. Immer. Aber ein bisschen im Voraus. Und die Broodles halten immer noch Stellung. Besorgen ihm den ganzen Dreck. Und, naja, machen noch seine Drecksarbeit. Wir haben es geschafft. Unsere erste Fahrt mit der Odyssee war ein voller Erfolg. Es ist furchtbar kalt. Und ich dachte immer, in der Wüste wäre es weiß. Warum leuchtet es auf der Turmspitze? Ist das etwa ein Mond? Ja, durchaus, ne? Ach Leute, diese Stelle. Jeder, der schon länger so sich mit Nintendo und dem ganzen Kram befasst, der wird diese Stelle, weil genau die Stelle hier, genau kennen und lieben. Wer jetzt gar nicht weiß, was ich meine, diese Stelle war im aller ersten Teaser der Switch. Und Alter, es war einfach so geil. Auf einmal, ne, alle sind schon so übelst am Eskaladen, ne? Egal wer, guckt euch mal die Reactions auf YouTube an. Durch die ganzen Antrittsspiele. Und auf einmal, so richtig random, einfach in 3D-Mario und der Auflösung, der Grafik, Alter. Mir ist so kalt, aber was ist hier nun nur passiert? Alles froh vom Ein. Ja, also Mario sieht es nicht danach aus, als würde er frieren, aber what the fuck, wie kann überhaupt... Sonne. Da ist die Sonne. Aha, und hier friert. Okay, ja, doch. Trotzdem ein bisschen strange alles hier. Ich meine, warum friert in der Wüste alles ein, ne? Dem sollten wir auf den Grund gehen.
Dieses seltsame Brautpaar, Boss und Peach, ist vorhin in die Ruinen rein und seitdem noch nicht zurück. Ach so, den Dude können wir. Ach Quatsch. Mach ich hier. Im Laufe des Spiels wird aber auch möglich sein, auf so einer Katze nochmal durch die Wüste zu reiten. Waren die Würfel immer? Oder am Anfang hier? Komischer Fels, oder? Ja. Wir werden auch im Laufe des Spiels nach dem Bossfight dann nochmal sehr wichtig. Denn dadurch kann man auch nochmal sehr viele Monde. Wie gesagt, manche kann man am Anfang noch nicht kriegen. Nach dem Bossfight allerdings kann man diesen Stein da mit der Mütze abwerfen und dann bekommen wir noch Sterne. Ich finde, das ist jetzt eigentlich kein großer Spoiler, oder? Weil. Ne? Bosskampf, klar. Und danach kann man weiterspielen, was sehr geil ist. Ich möchte auf die andere Seite, aber ich glaube nicht, von hier aus geht das nicht. Lol. Also, lol, ich dachte, da wäre auch noch ein Block. Hey! Hallo? Ich glaube, das bringt sowieso nichts. Lol, ich muss mit der Steuerung erstmal klarkommen. Hier waren nur Münzen, schade. Weil oft deutet das Vibrieren an, dass da Monde drunter versteckt sind. Man muss da eigentlich eine Stampfattacke. Alter, bin ich dumm. LOL. Da ist ein Mond drin. Wie ihr oben in der Ecke seht, in dem Land hier gibt es wesentlich mehr Monde, oder gilt es wesentlich mehr Monde zu holen. So. Wieder einer. Wow. Wow, lol, da kam schon der nächste einfach. Nicht so schnell. Ich bin doch auch schon alt. Lol, einfach mal stehen bleiben vielleicht. So, ich glaube hier war gar nichts Besonderes mehr so. Ein kleiner Checkpoint. Achso, die Stampfattacke, okay.
Können wir hier auch die Stampfattacke machen? Nee. Ich wollte eigentlich noch auf den drauf springen, aber hey. The fuck, was habe ich getan? Hilfe! Ich komme nicht mehr klar mit Mario Games, tut mir leid. Überfordert. Sicher doch. Nett. Oben auf dem Ruinenturm. Hallo, guck mal. Lol. Hast du einen Rücksichtspunkt aktiviert, kannst du das entsprechende Fahnensymbol auswählen und mit dahin fliegen. Ja, ja, schön. Ich möchte raus. So. Stimmt, man muss einfach nur dasselbe machen wie aus einem gekaperten irgendwas raus, ne? Also ZR oder ZL, glaube ich, ne? Warum ich einfach immer X drücke? Hilfe! Zu viel Smash gespielt, tut mir leid. Okay. Sind da unten die Coins? Oh, wow! Ganz ruhig, Muchacho. Also, man hätte auch ganz einfach hier hochgekonnt, lol. Boah, hier sind wieder so viele Sachen auf einmal, ne? So, als erstes jetzt hier. Können wir hier durch. War jetzt gar nicht mal so schlau, denn jetzt kommen hier auch die Gumbas hin. Aber wir können hier nochmal eben. Münzen abstauben, Hilfe. Helfer sinken schon, ich keine Sorge. Jetzt wieder konzentrieren. Ja, sonst wird das wieder nichts. Alter, warum bin ich gesprungen? Eine Hilfe! Ah, nee, hier geht's noch weiter. Boah. Hilfe! Hopsasa. Kommt man da nochmal hin? Ah. Ah, genau, man muss hier durch. War hier noch was? Ne. Warte mal. Aha! Also, lila Münzen und Mond werden wir hier nicht vermissen. Wir haben hier nämlich mich, also den
Natürlich, besten Mario Odyssey Spieler. Ach, das seht ihr, ich bin der beste Mario Odyssey Spieler auf diesem Planeten. Weil wir mich haben, sind wir natürlich sehr gut dabei hier. Und werden schnell durch sein. Hey, noch, komm, Alter. Nein. Ganz ruhig jetzt. Putz. So. Mal los. So's. Wow. Cheat jetzt genau. Seht ihr, Leute? Ich weiß schon alles. Bin halt auch einfach der Beste, muss man schon sagen. Muss doch jetzt spätestens jeder zugeben. Könnt's auch gerne wieder zurücknehmen, ja. Oder jetzt beispielsweise auch. Ich verrecke hier nicht, nur so, ne? Okay, der Weg geht einfach durch, glaube ich, ne? Ich glaube, da ist der Weg gar nicht mehr, ne? Bin mir gerade nicht sicher. Bleib hier! Gut. Ah, da war, glaube ich, noch ein bisschen was. Ne. Müssen wir jetzt da hoch? So, da hinten. Dann nochmal zwei. Wo sind denn die nochmal? Die liegen jetzt hier überall verstreut irgendwie rum, ne? Da unten waren ja keine Wege mehr. Fuck. Ach, oh lol, da oben ist ja auch noch. Wo ist denn jetzt nochmal der letzte? Nehmen wir uns nochmal so ein hier, komm.
da. Habe ich den gerade für einen Vogel gehalten oder was war das? Was hat dieser Bowser hier bloß zu suchen? Ach, keine Ahnung, der ist ein bisschen bekloppt. Sagt der Bowser in Smash Maint. Ja. Da werden wir dann im nächsten Part eintreten. Und ja, ich würde sagen, bis im nächsten Part. Da geht's dann, wie gesagt, ab in die Kopfstandpyramide. Bis dahin, Leute. Ciao.